Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Und heute mit Tag 4 des Dschungels. Und wir gucken rein in die aktuellen Streitentwicklungen. Heute im Fokus Elena Miras Hanker. Ja, so kann man das formulieren, denn da hat's mal wieder mächtig geknallt. Wir gucken uns aber auch eine Elena Miras etwas gefühlvoller an. Das sind so die zwei großen Themen aus Tag 4. Allerdings möchte ich mich bei euch herzlich bedanken, denn wir haben gestern im Livestream über 1000 Zuschauer geknackt. Entsprechend gab es auch eine kleine, große Überraschung. Schaut unbedingt in den Livestream rein, wenn ihr ihn verpasst habt. Und natürlich vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die sich für diesen Kanal entschieden haben und ihn abonniert haben. Tatsache haben wir gestern über 30 neue Abonnenten bekommen. Vielen, vielen Dank an alle fürs Teilen dieser Videos und ein herzliches Hallo an alle Neuen hier auf diesem Kanal. So, genug gequatscht, wir starten. Meine Lieben, der Dschungel, Tag 4 war schon ziemlich heftig gestern und ich habe ein bisschen überlegt, welche Szenen ich euch zeige. Es gab einige Auseinandersetzungen. Ja, auch Dani Büchner ist nun ganz in ihrer alten Rolle angekommen und hat sich mit Julia Siegel angelegt. Dazu aber heute Abend mehr. Heute Abend gucken wir uns auch die Prüfung an, alles im Livestream. Jetzt gehen wir aber mal zu Hanka, denn Hanka ist schon jemand, die eigentlich hier auch auf diesem Kanal sehr viele Sympathisanten hat. Allerdings gestern hat sie genug gehabt und hat sich mit, ja, Elena Miras angelegt. Wir brauchen das Katzenreporter-Tablet und gucken mal in die entsprechende Szene rein. Feuer frei. Darf ich euch mal was mitteilen? Ja. Ja. Ich weiß, das ist als Mann beschämt, was ich sage, aber ich bin jetzt das vierte Mal hintereinander, ja, Nachtwache. Kann ich heute mal Pause machen? Ja, kriege ich schon wieder Kollagenkollaps im Kopf, ja. Oh, Kollagenkollaps im Kopf, auch nicht schlecht. Thorsten Legert. Das hat nichts mit Männlichkeit zu tun, wenn man mal eine Pause braucht. Auch Männer dürfen mal eine Pause machen. Auch leistungsorientierte Männer, aber nun gut. Mach doch. Darf ich? Ja. Gut, dann übernehme ich die ganz frühe morgens, wo du so gerne pupst und schläfst. Eine Frage, darf ich euch was fragen? Ist das für euch ein Problem? Also, ist mein Vorschlag, wenn wir halt alle die Nacht durchmachen, dann hat jeder vielleicht eine Stunde und nicht vier oder drei. Und dann hat jeder so eine Stunde, eine Stunde, eine Stunde, eine Stunde, eine Stunde. Also, ich habe bei Elena Miras so Gedanken, ja, nennen wir es mal so, denn es ist schon sehr auffällig, dass sie als die neueste Kandidatin, die jetzt ja erst vor kurzem David Ortega ersetzt hat, dass sie immer wieder insofern in der Gruppe aneckt, indem sie Veränderungen bringt. Grundsätzlich finde ich das völlig in Ordnung, wenn man Ideen mit einfließen lässt und dass man quasi durch die Ideen dann auch vielleicht sich einige Sachen erleichtert. Hier geht es um die Nachtwache und sie möchte das System verändern. Wir wissen aus Tag 3, dass Elena Miras aber auch die Betten verändern wollte, also quasi eine Art rotierenden Modus reinbringen möchte. Und das ist schon so, dass Elena Miras mit ihren Veränderungen so ein bisschen für Unruhe sorgt. Und da höre ich schon die Katzenreporter flüstern, ob das nicht vielleicht sogar bewusst von RTL so gemacht wurde, nach dem Motto: Mensch, Elena, bring mal das Camp so ein bisschen in Unruhe. Den Vorschlag finde ich sehr gut. Ja, aber das Problem ist ja, dass wir keine Uhr haben und gar nicht Nein, das ist aber Zeitgefühl. Man muss ja nicht egoistisch sein, ein Ja, bisschen Alter. sich hinsetzen und wenn man. Da wird es aber wieder die geben, die sagen: Okay, es schlafen ja jetzt Aber dann alle. müssen wir jetzt alle korrekt sein und halt uns ein bisschen Mühe geben und sagen: Komm, eine Stunde schaffen wir ungefähr. Ich finde den Ansatz von Elena gut. Sie bringt ein bisschen Feuer und Schwung in die Bude. Ja, es gibt jetzt leider nur ein Problem. Elena Miras ist nicht Teamchefin. Sie hat natürlich die Möglichkeit, immer Kritik und Feedback zu geben, ganz gar keine Frage, aber Hanka nimmt diese Chefrolle dann doch sehr ernst. Im Übrigen alle anderen vor Hanka auch in dieser Staffel. Also irgendwie scheint diese Dschungel-Chef-Geschichte den Stars hier richtig zu Kopf zu steigen. Alle sind irgendwie der Meinung, durch diese Chefrolle wirklich auch komplett das Sagen zu haben. Und aber irgendwie, also es ist sehr auffällig. Es ist sehr auffällig, wie präsent dieser Teamchef-Posten auf einmal ist. So auch bei Hanka Rackwitz. Die ist
zu hart, die ist zu glatt. Zeitgefühl ungefähr eine Stunde. Jedes soll ein bisschen noch, wenn man aufsteht und sagt, man braucht noch mal 10 Minuten und dann steht man da. Vor Elena Miras hätte ich auch Angst. Wenn sie mir auf der Straße entgegenkommt, wechsle ich nicht nur die Straßenseite, ich wechsle das ganze Land. Das muss ich wirklich so sagen. Ich finde sie auch wirklich, also wenn sie einen so anguckt, habe ich sofort das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. Ja? Ich saß gestern auf dem Sofa, guck mir die Dschungelfolge an, sie gibt ein Statement in die Kamera und ich habe mein Glas zurückgestellt, weil ich vergessen hatte, mir so einen Untersetzer drunter zu stellen. Ja? So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Keine Ahnung, probieren wir es. So, jetzt spricht der Chef. Oh oh. Jetzt spricht der Chef. Ungefähr. Natürlich, Chef, let's go. Ich habe gar nichts zu sagen eigentlich. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass ich Chef bin. Ja. Ja, so geht's natürlich auch. Ich glaube, was Hanka eigentlich damit symbolisieren wollte, war: Halt, stopp. Ich bin hier Teamchefin. Und wenn, entscheide ich, was wir machen. So glaube ich zumindest, wollte sie sich die Autorität am Lagerfeuer zurückholen. Und kam halt auch nicht so gut an. Was? Nee, also ich finde die Idee sehr gut. So ist es auch erträglich, weil man weiß, gleich kann man wieder ins Bett. Also ich bin dabei bis jetzt eine Stunde und werde auch hier mit Georgina sofort machen. Dann mache ich mit Kader die zweite. Ich mache mit Gigi oder Elena. Perfekt. Und das machen wir jetzt immer so, weil dann ist es eigentlich sehr gerecht. Ja, also es geht, glaube ich, darum, wenn ich das richtig verstanden habe, vorher war es so, ich glaube, die Nachtfeuerwache geht 6 Stunden und vorher waren, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, 2 mal 3 Stunden, insgesamt 4 Personen. Und jetzt ist es aber so, 6 Stunden pro Stunde 2, das macht 12. Das heißt, jeder hat jeden Tag eine Nachtwache, aber nur eine Stunde dafür alle. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ist bestimmt auch ein, ja, ist bestimmt einfacher. Aber auf der anderen Seite, die diese Nachtwache in der Nacht haben, also quasi, sagen wir mal, ab Stunde 3 oder ab Stunde 4, das ist auch blöd, ne? Das muss man auch dazu sagen. Aber gut. Im schlimmsten Fall sagt man halt noch, komm, scheiß drauf, noch kurz 10 Minuten. Nicht egoistisch denken und sagen, weg. Und dann schaffen wir das. Die Elena ist heute neu reingekommen und ist eine feurige Spanierin und hat sofort Verbesserungsvorschläge vorbringen wollen. Hat das auch getan, war eine gute Idee. Leider ist das bei der Hanka so ein bisschen in den falschen Hals geraten. Ja, der Mola ist aber auch immer so ein bisschen so hintenrum, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wir haben jetzt schon einige Szenen im Dschungel gesehen, wo Mola so ein bisschen, vielleicht einfach auch nur aus Tollpatschigkeit, so Informationen reinbringt und damit aber für Spannungen sorgt. Und das immer so ganz beiläufig. Zumindest ist mir dazu aufgefallen. Schatzi, sei nicht böse, aber Hanka ist heute der Chef, mein Engel. Zu viel. Also auch wenn ich Hanka mag, das war zu viel, das war ja schon eine Berührung und damit ist sie schon automatisch eine Grenze überschritten und ist in diesen Safe Place von Elena Miras reingegangen. Egal wie schwierig sich Elena verhält, so dieses unterm Kinn kraulen empfinde ich hier schon als eine Überschreitung. Also ich würde es auch nicht geil finden, wenn ich gerade irgendwie was gesagt habe und dann kommt da irgendjemand her, den ich nicht kenne, die kennen sich nämlich nicht, und da kommt jemand daher und fässt mir ans Kinn. Ich würde auch von sagen, hast du irgendwie am Kollagenbär geschnüffelt? Was ist denn da los? Ja, also ich würde genauso reagieren. Würde mir nicht gefallen. Das geht um Gemeinschaft, nicht um Chefposition. Das es geht leider doch um Chefposition. Nein. Doch, nein. Der Chef bestimmt, mein Engel. Oh, ich könnte das aber auch nicht. Ich könnte aber auch mit Hanka so nicht umgehen. Wenn ich auch, also ich bin ja auch Elena Miras kritisch. Ja, und ich mag Hanka wirklich. Aber ich finde so dieses aufs Chef beharren, ich weiß nicht, die Raggeds sind die Raggeds, aber im Übrigen gute Besserung auch an Mark Terenzi. Aber, ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das auch so ertragen würde. Vermutlich ja, weil ich keinen Streit haben will, aber ich würde wirklich auch denken, boah, fass mich bitte nicht an. Also, Hark, wie heißt sie? Hanka. Hanka. Wieder Hanka, nur mit H. Heißt sie Hanka? Ja, Hanka. Sie liebt es, den Chef zu sein. Das ist eine Gemeinschaft. Wir müssen zusammen eine Lösung finden. Du hast du völlig recht, aber trotzdem bin ich heute der Chef. Wir müssen zusammen eine Lösung finden. Für mich gilt das nicht, dass sie mir sagt, sie ist die Chefin und sie entscheidet. Sorry. Ja, doch. Es ist so schwierig, ne? Also, ja, doch. Also, der Teamchef hat die Aufgabe, Aufgaben einzuteilen. Und natürlich hat der Teamchef auch eigentlich das letzte Wort. Aber es ist halt unangenehm, wenn man als Teamchef wirklich so
auf alles beharrt und gefühlt die Stammkeule schwingt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt auch nicht korrekt. Deswegen, ich finde hier, ich kann sie verstehen, aber ich finde dieses, ich lasse mir von niemandem hier gar nichts sagen, ist auch wieder zu viel. Das ist auch zu viel. Ja, der Mensch, der mir irgendwas sagen kann, was ich machen muss, der muss noch geboren werden. Den ich würde mal gern wissen, wie Elena Miras Schulzeit war. Gibt's noch nicht. Chef ist doch nicht Chef, wir sind doch alle zusammen, also bitte. Oh, ich drehe hier nur durch, Winfried, echt. Mein Chef ist hier niemand. Ich pass... Ja, so kennen wir Mola. Vielleicht ist das einfach auch so seine Art bei Konflikten. Solche Menschen gibt es ja auch. Immer wenn Spannungen, Konflikte und wenn es unangemessen ist, die dann lachen. Ja, ich habe das Gefühl, dass Mola das alles ganz, ganz lustig findet. Sobald es irgendwie zu einer unangemessenen Situation kommt, ist er der Erste, der am Lachen ist. Ich passe mich gerne an. Nicht so wirklich. Doch. Doch, ich passe mich gerne an. Das entspricht halt ihrem Charakter. Sie ist halt mit dem Kopf durch die Wand. Ja, also ihr seht, mit Elena Miras und Hanka, der Streit, der war schon da. Er wurde aber noch schlimmer. Da habe ich noch eine zweite Szene für euch eingefangen. Und zwar ging denn dann dieser Streit weiter. Der Witz ist, dass es Hanka eigentlich gar nicht darum ging, dass die Nachtwache jetzt anders oder neu eingeteilt wurde. Es ging darum, dass sie die Teamchefin ist und sie will eigentlich nicht, dass man ihr in ihre Aufgaben reinredet und denn dann so viel Raum einnimmt. So zumindest habe ich das verstanden. Und die Gruppe hat halt Hanka zu Teamchefin gewählt, damit sie das Gefühl der Zugehörigkeit bekommt und halt auch was entscheiden darf. Also es war auch so ein bisschen Streicheleffekt, würde ich es mal nennen. Wir gucken mal kurz in den Streit rein. Elena, ich möchte, dass du am ersten Tag deines Einzugs ein bisschen ruhiger bist. Das ist der beste Witz. Also ich komme ins Camp und muss noch ruhig sein. So nicht. Das geht mir jetzt zu weit. Guck mal, es gibt auch Grenzen, ja. Seht ihr? Und deswegen hat es keinen Sinn. Ich muss mir auch nicht alles gefallen lassen. Hört mal zu, ich gehe gleich raus. Bei mir reicht's wirklich. Ich will nur noch meine Abschlussrede halten. Nee, komm, mach doch, mach. Auf jeden Fall. Weil ich wirklich so angepisst bin, dass ich das wirklich einfach nur noch sagen will. Dann habt ihr eure Ruhe. Also ihr merkt, Hanka ist auf 180, weil irgendwie, sie steht halt auch gerade ziemlich alleine da. Also die Gruppe ist schon entweder aus Angst, ja, oder einfach aus Überzeugung schon eher auf Elenas Seite. Und das ist mir auch aufgefallen. Also die Gruppe hat jetzt Hanka gar nicht so sehr in Schutz genommen. Erik Stehfest, glaube ich, ein bisschen später dann schon, aber das war alles sehr zart. Das war sehr zart. Dann könnt ihr das machen, aber ich gehe jetzt raus. Völlig richtig. Ich denke, ich werde das nicht schaffen. Hey, hey, Hanka, nein. Du das machst, hey. Mann, die geht doch spazieren, die geht doch nicht raus. Nein. Was heißt raus? Was heißt denn raus? Sei doch mal ruhig, bitte. Ich bin doch ruhig, danke. Mola. So, und hier hat Dani Büchner auch einen interessanten Moment gehabt. Das hat man nur ganz kurz gehört. Sie hat gesagt, es war für Hankas Psyche wichtig. Und damit hat Dani recht gehabt. Ja, es war für Hankas Psyche wichtig. Und das hat Simola gerade nochmal erklärt. Und ich kann euch aber schon mal beruhigen, Hanka ist selbstverständlich nicht rausgegangen aus dem laufenden Format, sondern sie hat sich denn dann ins Dschungeltelefon gesetzt, hat sich denn dann mit Julia Siege, die erneut hier die Tränen aufgefangen hat, sich unterhalten und hat auch ganz klar gesagt, sie hatte auch gar nicht vor, rauszugehen, sondern das war ihre Taktik, um einfach ein bisschen mehr Gehör zu finden. Ein Move, den ich persönlich nicht gut finde, ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht gut, wenn man mit diesem, ich gehe jetzt aus dem Camp und das finde ich jetzt auch nicht gut. Also Hanka hat mir in dieser Diskussion mein Verständnis, weil ich verstehe, dass es für sie wichtig war, aber ich finde, so wie sie es denn gemacht hat, auch nicht korrekt. Wir gehen jetzt noch in einen weiteren Elena Miras Konflikt rein. Es ist aber gar kein Konflikt mit Teilnehmern, sondern wir sehen eine Elena Miras, und das ist mir auch sehr wichtig in meiner Berichterstattung, von einer ganz anderen Seite sehr viel, ja, ich würde schon sagen, sehr viel menschlicher, aber auf jeden Fall sehr viel gefühlvoller. Und sie traut sich hier Thorsten Legert an, Gigi ist aber auch daneben. Und das Interessante ist, Elena Miras ist ja quasi die Ex-Freundin von Mike Heiter und mit ihm hat sie ein gemeinsames Kind und Gigi ist der beste Freund von Mike.
Und das macht die Situation so interessant. Wir gehen mal rein. RTL hat hier eine kleine Triggerwarnung eingeblendet. In diesem Video geht es um Depressionen und psychische Erkrankungen. Dass ihr das auch wisst. Und unten hat RTL auch eine Info-Hotline eingeblendet. Die kann ich, glaube ich, euch nicht abbilden, weil der Bildschirm bei mir ein bisschen kleiner ist. Mal gucken. Die Psyche ist das Wichtigste, was wir haben. Ich sag's euch, das absolut Wichtigste. Ohne das ist man nichts. Ohne das ist man absolut gar nichts. Ich weiß. Depressionen sind das absolut Schlimmste, was es gibt auf dieser Welt. Das Schlimmste. Schon hart, aus sowas auch rauszukommen. Weil dir kann niemand helfen in dem Moment. Ja. Geht nicht. Letzten Sommer bin ich auf 45 Kilo gefallen. 45 Kilo Körpergewicht. Das ist schon echt wenig. Und da habe ich gecheckt, okay, ich muss jetzt unbedingt, jetzt muss ich gucken, was ist das? Ich habe das nicht bemerkt. Ich habe das wie, kennt ihr das, wenn ihr weitermacht? Ich habe weitergemacht. Mein Körper hat mir gesagt, stopp, Elena, stopp, Pause. Weitergemacht. Bis ich drin war, bis ich nicht mehr konnte. Ja, es ist schon krass, ne? Gigi hört sehr genau zu und ich hatte so den Eindruck und so ähnlich hat es Gigi auch formuliert gehabt, dass Gigi das alles so auch gar nicht wusste, ne? Und wie gesagt, der beste Freund von dem Ex von Elena Miras. Der Punkt, wo ich bemerkt habe, dass ich jetzt Hilfe brauche, professionelle, war, als ich mein Kind vor meinen Augen hatte und ich leer war von innen, weil... Meine Tochter ist mein Ein und Alles, mein Kind ist für mich mein Leben. Na, leider hat die Presse genau diesen Satz ein bisschen blöd aufgefasst und hat das so ein bisschen doof geschrieben. Da gibt es so ein paar Artikel, das ist mir gestern aufgefallen, beziehungsweise über Nacht gekommen. Ich hatte das noch nicht, weil ich gucke meine Tochter an und meine Gefühle sprudeln nur aus mir heraus. Aber da war einfach nichts mehr. Ich bin aufgestanden für mein Kind. In den Kindergarten begleitet mit einem Lächeln im Gesicht. Von innen kaputt. Ich glaube ganz fest daran, dass ganz viele Zuschauer das verstehen können. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen auch sowas schon erlebt haben. Phasen der Depression. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ich selber bin auch betroffen. Bei mir liegt das allerdings ein bisschen länger zurück. Das war damals in der ganzen Burnout-Therapie bei mir. Und damals wurden bei mir auch Depressionen diagnostiziert. Ich habe das große Glück, dass ich in 5 Jahren Therapie auch jetzt nach 4 Jahren, wo ich jetzt nicht mehr in Therapie bin, auch wirklich nicht einmal wieder irgendwie Depressionen hatte. Das heißt, meine waren auch gar nicht so schwer. Und da bin ich auch froh drüber, denn die ich hatte, die nicht schwer waren, die waren auch schon schlimm. Ne? Ich habe nichts gefühlt. Nichts. Null. Und ich habe immer wieder probiert, aufzustehen und irgendwie weiterzumachen. Und das ist schon sehr hart, wenn man dieses Gefühl hat, nicht zu fühlen und man will fühlen und man will ja, dass einem besser geht. Ich hatte die schlimmste Zeit meines Lebens. Und dann musste ich zum Psychologen gehen. Und dann ging das sehr schnell, hat sie mir bestätigt, ja, du hast Depressionen. So ähnlich war es damals bei mir auch, nur dass ich nicht hingehen musste, sondern ich selber habe mir über die Krankenkasse, habe ich mich erkundigt, wo bei mir in Berlin ein Psychologe wäre, zu einem Erstgespräch. Das hat auch viele Monate gedauert, ich glaube 4. Und dann hatte ich dieses Erstgespräch gehabt und von diesem Erstgespräch, wo mir denn dann mittelgradige oder Mittelgraddepressionen diagnostiziert wurden, wurde ich denn dann zu einem Psychologen weitergeleitet. Allerdings hat das auch wieder gedauert, ne? Alle, die Depressionen haben, wissen, wie schwer das ist und man muss sich einfach Hilfe holen, professionelle, weil teilweise ist es so schwer, da rauszukommen. Und ich habe es, glaube ich, auch nur geschafft, weil ich... Ganz kurz, die Infotelefonnummer ist hier eingeblendet. Infotelefon Deutsche Depressionshilfe 0800 334 4533 oder www.deutsche-depressionshilfe.de. Diese Hilfe genommen habe. Ich war 2-mal in der Woche beim Psychologen immer. Bis es mir dann wieder besser ging. Ja, aber das, was Elena erklärt, war bei mir auch so. Ich war auch 2-mal wöchentlich beim Psychologen, dann irgendwann nur noch 1-mal in der Woche und dann zum Schluss, die letzten 2 Jahre, es gibt ja mal ein Stundenkontingent, war ich 1-mal im Monat, als es denn dann schon deutlich besser war. So war das bei mir. Mit der Depression ging es am Anfang nicht so gut. Ich habe dann viele
Therapien genommen. Ich war zweimal die Woche bei dieser Frau. Ja, meine einzige Hoffnung war auf jeden Fall Aileen. Oder meine größte Unterstützung, weil wenn ich sie angeschaut habe, ich wusste, ich muss weiterkämpfen. Und dank ihr habe ich das auch rausgeschafft, weil ohne sie wäre das schon schwer gewesen. Wenn du ein Kind hast, denkst du immer an dein Kind und denkst, komm, du schaffst das. Ja, und deswegen bin ich so dünn, wenn ihr euch alle fragt. Weil ich schaffe es nicht, aktuell auch noch nicht zuzunehmen. Dann musst du ein paar Tage zu mir kommen. Mama macht dich voll. Ja, geh zu Gigi. Geh zu mir, Patrick. Ja. Ich glaub, süß. Gigi meinte, dann musst du ein paar Tage zu mir kommen. Meine Mama macht dich fit. Ja, süß. Mama, Gigi's Mama zwei ist... Zwei Tage, die ist übergewichtig. Da musst du wieder in den Dschungel gehen. Aufzunehmen. Ich war so ein bisschen so verwundert, weil ich dachte, die ist so voll stark. Und so voll... Und dann ist sie eigentlich sehr, sehr zerbrechlich. Habe ich nicht gedacht. Ja, und das war nochmal eine Elena Miras, die ich euch auf jeden Fall zeigen wollte. Eine Elena Miras, die auch ein bisschen sensibel sein kann. Und das war ein schöner Moment, auch wenn vielleicht die Hintergründe nicht so schön sind, war das aber ein schöner Moment, sie auch einmal ein bisschen nahbarer zu sehen. Das fand ich insofern ganz interessant. Und was man jetzt in diesem Clip nicht gesehen hat, aber zwischen Elena und Gigi, so möchte ich es zumindest versuchen zu erklären, entsteht immer mehr eine gewisse Sympathie und eine sehr interessante Stimmung. Beide haben sich denn dann gemeinsam zur Nachtwache ums Lagerfeuer versammelt, sich hingesetzt. Gigi hat eine Decke um beide rumgelegt und sie haben ein bisschen den Abend verbracht. Es ist da aber nicht zu irgendeiner Knutschszene um so geworden, um Gottes Willen das nicht. Aber man hat schon den Eindruck bekommen, dass hier Gigi Elena, dass er wollte, dass es ihr gut geht. Und das hat er auch wirklich schön gemacht. Und letztendlich waren das so zwei Punkte, die ich hier in dem Dschungel mit euch besprechen wollte. Heute Abend in der Live-Berichterstattung um 19 Uhr geht es natürlich noch um die Prüfung und um noch ein, zwei andere Sachen. Ich habe schon gesagt, es gab auch einen heftigen Dani-Büchner-Streit, den gucken wir uns auch nochmal an, wenn ich bis dahin Videomaterial habe. Diesen habe ich noch nicht, aber was ich euch verspreche, ist, dass wir uns die Prüfung angucken und auch einige andere Sachen. Auch Thorsten Legert hat auch eine neue Sache erzählt aus seinem Leben. Auch das gucken wir uns an, meine Lieben. Das soll es erstmal gewesen sein. Wenn ihr euch aber trotzdem hier am Morgen gut informiert gefühlt habt, dann fühlt euch herzlich eingeladen, diese mittelgroße Trash-Familie euch anzuschließen. Und natürlich auch nochmal vielen herzlichen Dank für das Teilen dieser Videos. Das ist immer mit der größte Support. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss und wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut.